PEGI 16. Im Gegensatz zu Filmmusik muss Computerspielmusik unaufdringlicher sein. Man hört sie länger am Stück. Das Schlimmste, was Spielmusik machen kann, ist einem richtig auf den Keks gehen. Wenn man so ein Rollenspiel, wie wir es anbieten, stundenlang spielt und vielleicht die Welt explort, will man in der Dschungel-Hintergrundmusik dann nicht andauernd die nervige Melodie X haben, sondern etwas, was den Dschungel trägt, aber nicht aufträgt. Als wir mit dem Bastian gesprochen haben, der für Risen 2 die Musik gemacht hat, da haben wir ihm Artworks gezeigt von den Eingeborenen beispielsweise, haben ihm die Prototypen der Locations gezeigt und so weiter, damit er sich so ein bisschen da reindenken konnte. Er hat sich dann von uns erklären lassen, wie die einzelnen Charaktere von denen funktionieren und so weiter. Er ist jetzt nicht so tief und detailliert in die Geschichte eingestiegen, aber eben ins Setting und hat daraufhin dann angefangen, die Musik zu entwickeln. Dann hatten wir ein paar Probesessions. Ich habe beispielsweise ein paar Mal neben ihm gesessen und habe mir seine Stücke angehört. Und so haben wir das dann zu dem gemacht, was es jetzt ist. Erzähl doch nicht immer so einen Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Ja, man hört es noch so leicht im Hintergrund. So ein bisschen lauter sein. Ja. Gut, sollen wir mal die Kampfmusik hier testen? Ja, am besten gehst du mal irgendwie da auf den großen Platz und haust mal einen von den Typen einfach stumpf. Warte noch, greif noch nicht an. Jetzt wird's lauter. Ja, findest du okay so? Ja, das ist ganz okay. Mein Job dabei ist es, dass ich die Musik erstmal den Stil vorgebe. Ja, in Absprache mit dem Mike zum Beispiel, dass wir uns überlegen, okay, was möchten wir eigentlich haben für einen Stil im Spiel, was passt dazu? Man arbeitet ja erstmal mit einer Welt, die noch nicht fertig ist. Das heißt, wenn ich anfange zu arbeiten, dann steht zwar schon das Grundgerüst und man kann sich halt schon bewegen, aber da ist bei weitem noch nicht jeder Baum an Ort und Stelle, da ist noch kein Wetter, die Gegner funktionieren vielleicht noch nicht. Also die Musik wird im Grunde genommen erstmal nur in das Spiel reinkopiert und ich setze dann im Editor, im Level-Editor setze ich dann im Grunde genommen die Zonen. Diese Zonen bestimmen, wann eine bestimmte Musik in eine andere Musik überblendet. Musik kann die Situation unterstützen, kann melancholisch sein, wenn der Held eine Reise übers weite Land macht. Sie kann schnell werden, wenn der Held anfängt zu kämpfen. Und so trägt sie eben auch diese Gefühle durchs Spiel. Man hat immer nur irgendwelche bewegten Polygone und in dem Moment, wo man dann als Spieler denkt, du hast mich gerade ganz schön verarscht, zum Beispiel, da fängt der Charakter an zu leben. Und um diese Emotionen hervorzurufen, ist jedes Mittel recht und Musik ist eben ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um Emotionen hervorzurufen. Naja, man muss nicht immer kämpfen in unserem Spiel, aber es ist schon ein zentrales Element. Spätestens wenn man sich durch den Dschungel schlägt und einen Jaguar anspringt, dann wird es Zeit, die Klinge zu ziehen.